Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spitzenspiel gegen die Selber Wölfe und begrüße den Trainer unserer Gäste, Herrn Corey Holden, unseren Cheftrainer Leos Sulak, und darf unserem Gastwirt hier im VIP-Raum, Herrn Willi Zimber, nun das Mikrofon für das erste Wort übergeben. Liebe VIP-Raumgäste, die Metzgerei Brunner und Rüdlin aus Mülheim-Hügelheim hat uns auch heute wieder ganz köstlich bewirtet. Paul, dir und deinem Team ein herzliches Dankeschön. So, und zu den üblichen Zahlen, die ich hier vorlesen darf, zu Beginn der Pressekonferenz kommt heute noch eine dazu, nämlich das Ergebnis des Teddybär-Tors. 1678 Plüschtiere wurden aufs Eis geworfen. Das ist ein Rekord, ja, das hat einen Applaus verdient. Das sind nämlich mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr, habe ich mir sagen lassen. 551 waren es bei unserem ersten Durchgang in der letzten Saison. Und wir bedanken uns in diesem Zusammenhang ganz herzlich bei den Teddybär-Toss-Partnern in diesem Jahr. Das ist der Verein Kinderhelfen Kinder e.V. der Badischen Zeitung, vertreten durch Herrn Wilko Borchert. Wo ist er, Herr Borchert? Ist er hier? Da hinten? Danke Ihnen nochmal ganz herzlich. Und Sie sorgen dafür, mit Ihrem Verein, dass bedürftige Kinder in ganz Südbaden gleichmäßig in den Genuss dieser gespendeten Plüschtiere kommen. Dafür vielen Dank. Dann die zweite Rekordzahl, ja, des heutigen Abends. Die Besucher in der Franz-Siegel-Halle 1675, auch das ist Saisonrekord. Sie alle haben dazu beigetragen, Dankeschön. Einer dieser Besucher, unser Bürgermeister, Herr Ulrich von Kirchbach, herzlich willkommen. Ich sehe Sie jetzt erst, sonst hätte ich Sie schon im Stadion begrüßt, aber besser spät als nie. Hat es an anderer Stelle schon mal geheißen, auch Ihnen herzliches Willkommen mal wieder bei uns beim EHC. So, und jetzt kommen die sportlichen Zahlen, bei denen ich Sie ein bisschen enttäuschen muss, denn mir liegt außer unserem Ergebnis nur ein Endergebnis vor. Das ist das Spiel Füssen gegen Tölzer Löwen, das endete 6:4. Das andere sind noch Zwischenergebnisse, gerade aus meinem Handy herausgefischt. Bayreuth gegen Erding, dort steht es 4:4. Weiden gegen Schweinfurt 3:2. Deggendorf gegen Peiting, da kann man von ausgehen, dass eine Vorentscheidung gefallen ist beim Spielstand von 5:1. Und Regensburg gegen Klostersee 2:2. All diese Spiele, noch keine offiziellen Endergebnisse von mir, zumal wenn es torgleich ist. Das heißt, ich kann Ihnen nur sagen, ganz vorne in der Tabelle hat sich zwar nichts geändert, aber der EHC Freiburg ist bis auf 2 Punkte an den Tabellenführer Selber Wölfe herangerückt, hat jetzt 53 Zähler. Und das war es jetzt erstmal von mir. Jetzt sind Sie sicher zu Recht gespannt auf die Statements der beiden Trainer zur heutigen Begegnung, die sehr spannungsgeladen war. Und zunächst darf ich Herrn Corey Holden, den Trainer der Selber Wölfe, um seine Analyse zum heutigen Spiel bitten. Das war guten Abend alle zusammen. Zum Spiel, die sag mal, Rekordzuschauer für Freiburg haben ein richtig Top-Spiel gesehen heute. Es war ein Spiel hin und her mit gute Härte drin, gute Tempo und alles, was du wartest von einem Top-Spiel. Eng, hart und für uns ist es immer schwierig hier in Freiburg. Wir, ich glaube, jetzt zum 4. Mal verloren hier. Wir haben nicht glücklich hier ausgegangen, ist sehr schwierig, aber jetzt muss meine Mannschaft loben, wir sind hier mit einem kleinen Kader hier, der hat richtig gekämpft, versucht alles und ist für die gleiche Seite, auf der anderen Seite von Freiburg, die haben auch gekämpft und alles gegeben, es war ein hartes Spiel, wo zwei Mannschaften alles gegeben und heute hat uns ein bisschen das Glück gefehlt, um den Ausgleich oder die Timing, wo wir haben Alleingang vor, vielleicht der Vorsprung zu erzielen, aber beide Mannschaften haben gute Zeiten, beide Torhüter haben gut gespielt und muss Gratulationen an Freiburg, die haben ein bisschen mehr Glück gehabt und gewonnen. Dankeschön. Ja, guten Abend. Zum Spiel ist, wir haben, ich glaube, im ersten Drittel ein super Spiel gesehen, wo wir ein bisschen unglücklich da in die Drittelpause gegangen sind, dass es 1-1 gestanden ist, weil wir da ein paar hundertprozentige Chancen hatten und die
haben wir nicht verwertet. Im zweiten Drittel war das Spiel so zerfahren, dass da mit den Fouls, mit Strafen und in der zweiten Drittelpause oder nach dem zweiten Drittel habe ich zu den Jungs gesagt, dass man geduldig bleiben muss, dass man arbeiten und nach hinten haben auch gesehen, dass dieselben Wölfe nicht umsonst da oben stehen, dass die auch, wenn die mit kleinerem Kader gekommen sind, dann haben die immer noch Spitzenspieler da drin, die sehr gefährlich sind und das hat man auch gesehen. Nur die Jungs haben super gearbeitet und Gratulation. Wir haben uns vorzeitig ein Weihnachtsgeschenk selber gegeben und da möchte ich euch allen auch ein schönes Fest wünschen, weil wir uns erst nach dem Fest sehen. Und danke. Gibt es seitens der anwesenden Medienvertreter Fragen an die beiden Trainer? Herr Kestle, bitte. Herr Holten, Sie hatten heute den Kümpel im Tor statt zu Velo. Warum? Wir haben so Rhythmus mit Marco und Manuel Kumpel. Das ist so, wo unser zweiter Torwart bekommt auch seine Spielpraxis. Das ist auch bei Freiburg die wechselnde Torhüter und wir machen das gleich. Wir haben eigentlich vorher gesagt, letztes Jahr haben wir zweimal hier verloren mit Marco Cervelo ins Tor. Und jetzt haben wir ein anderes Versuch. Es ist auch ein bisschen Zufall, dass es in unser Rhythmusplan vom Torhüterwechsel, dass es zweimal Freiburg ausgegangen ist. Das ist nicht ein taktisches Ding oder geplant, das ist nur, wir haben unseren Ablauf mit den Torhüter und wir ziehen das durch, wie viele Spiele hinkommen und das war. Und in meiner Achtung hat Manuel Kumpel ein sehr gutes Spiel gespielt. Ja, so. Und er hat auch zum Schluss, wo wir haben nach vorne gedrückt, über ein paar 2 gegen 1, er hat ein paar super ausgehalten und da gibt es kein Vorwurf mehr und es ist, sag mal, steckt nichts Besonderes dahinter, warum Marco Cervelo hier nicht gespielt hat. Es ist nur was zum Versuchen und das wird los. Okay. Gibt es weitere Fragen? Nochmal eine Frage, ja. An Herr Hohen. Sie haben mit 5 Verteidigern gespielt, wenn ich das richtig, zumindest laut Spielberichtsbogen war einer davon sogar ein Stürmer. Der Fischer, ist das richtig? Ja, das haben wir seit, glaube ich, 2 Wochen gemacht. Es fehlt 3 Verteidiger, wir haben nur 7 im Kader und wir haben heute Alexander Pfister, als er ein Spiel geholt hat, sein erstes Saisonspiel für uns gespielt, als 5. Verteidiger uns zum Aushelfen und aber mit den Verletzungen, Kranke und Dings muss man was versuchen und muss ich sagen, der Alexander Pfister für sein erstes Spiel gleich in so ein Top-Spiel mit richtig hohe Intensität und hohes Tempo hat sich super verhalten, super gespielt und es kann sein, der wird länger bei uns bleiben. Und jetzt haben wir wahrscheinlich mit Jared Madrick ist verdacht auf gebrochene Rippe rausgefallen und ist im Krankenhaus, wollen wir mehr erfahren in einer Stunde oder so, wie es aussieht. Aber wir haben, sagen wir, nicht schwierige Zeiten, aber mit kleinen Kader muss man irgendwie durchkommen über die Weihnachten sein, bis die Verletzten wieder heil sind. Da kann man nichts anderes tun. Es ist nur immer versuchen, mit 1B in Ordnungsspieler die einbauen und die bekommen mehr Eiszeit und jeder macht seinen Job und da gibt es keine Probleme. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich mich an dieser Stelle auch noch ganz herzlich bedanken bei den Müller Drogeriemärkten um Herrn Armin Wasmer. Die Müller Drogeriemärkte in Müllheim und Bad Krozingen und Freiburg haben uns geholfen, heute diese Weihnachtsgeschenkaktion für alle Zuschauer auf die Beine zu stellen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Unsere Mannschaft bestreitet das nächste Spiel übermorgen am Sonntag auswärts in Klostersee. Das nächste Heimspiel am Donnerstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 18 Uhr hier gegen den EV Füssen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Wir wünschen Ihnen vom EHC ein schönes, erholsames, geruhsames, besinnliches Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut in dieses Wochenende, kommen Sie gut ins Weihnachtsfest und hoffentlich sehen wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder hier beim Heimspiel gegen Füssen. Vielen Dank und einen guten Heimweg auch der Mannschaft aus Selben.